Willkommen zurück zu Castlevania Harmony of Dissonance. Ja Leute, beim letzten Mal haben wir uns mehr oder weniger erfolgreich durch die Kanalisation gefightet und haben hier einen kleinen Rundgang Richtung Glockenturm hergestellt, aber wir haben hier unten noch einen Weg offen. Und genau den wollen wir jetzt mal ein bisschen erkunden. Hier gibt es wieder diese schönen Räufiger. Rollfischmenschen. Ah, die aber nicht dazu kommen, ihre ach so tollen Skills zu zeigen. Macht gar nichts. Mir umso lieber, wenn wir uns einfach mal stillhalten und die Schläge kassieren, bis sie tot sind. Ah, scheint aber auch gute Erfahrung zu geben. Nichts dagegen. Oh, komm schon, wir sterben. Oh no. Ah. Schon fast gedacht, dass ich hier schnell sein muss. Ui, dicke Geldsack. Und dafür gibt's hier den blauen Stein. Bestimmt was für die Peitsche, ne? Eis. Mhm. Eisschaden für die Peitsche. Ja, wir können mal probieren, wie es jetzt hier zieht. Leider sieht man keinen grafischen Unterschied. Das hätte man ruhig machen können. Ja, ich glaube, wir sind ein Tick schneller down. Sehr gut. Oh ja, das zieht hier. Da haben wir euch kalt erwischt. Oder wie, ne? Oh, ich glaube, damit wäre der Fischmensch-Boss da oben auch ein Tick schneller tot gegangen. Ja, aber damit sind wir immer noch nicht fertig. Wir haben immer noch einen Weg nach unten. Aber der Fortschritt will gespeichert werden. Auch wenn es nur ein Raum war. So, jetzt einfach durch hier. Wow, das ist ein Büffelblob. Gerade, ihr teilt euch. Eklige Dinger, ey. Aber hier kann man Anti-Venom, also Gegengift farmen. Aber wenn man mal durchkommt, heißt es. Alter. Kein Fluch. Boah. Hört er gar nicht mal auf hier. Warte mal, lass mal resetten den Raum. Hört Fluch auch mal wieder auf? Ist ja irre. Ein endloser Quell an Schleimblobs. Nein. Hardgloves. Schön, gleich mal ausprobieren. Aber erstmal gucken, wo das hier hinführt. Ah, Messer käme jetzt gut, aber ja, auch nicht unbedingt nötig. Die ja, das wäre dumm. Die Gegner hier sind ja nicht wirklich ein Problem. Die kann man einfach so totleveln. Ah, cool. Geil, da kann man sich die Peitschen-Elemente mal zunutze machen und quasi durch die Decke. Das finde ich cool. Das ist cool. Da hängen sie nichts an der Decke und plötzlich kommt was von oben und haut sie weg. Ist aber die Frage, wie weit geht dieser Weg? Axt? Nein, danke. Wow. Großer Junge. Will ich mich mit dir anlegen? Ich weiß ja nicht. Erstmal nach Alternativen gucken. Und ich habe keine Alternativen. Ich will hier durch.
irgendwas, um es zu zerschmettern. Ja, na gut. Schmeiß mir das Zauberbuch wieder an. Verpasst mir keine Dusche. Und noch einmal. Mein Schaden geht eigentlich. Aber du kommst mir ein bisschen arg nah. Ach, gut, das war's. Pass auf, jetzt kommt noch so ein Vieh. Achso, keine zerstörbare Wand, aber dafür ein Geheimgang. Warum nicht? Ah, der Nagel vom... Der Nagel des Vlad. Ah, sehr schön. Ein Teil von Dracula. Erhöhe die Stärke. Ja, sehr schön, das lassen wir doch gern mal an. So. Das ist cool, aber das heißt gleichzeitig, ich bin hier jetzt soweit... wohl durch. Das da unten wäre nur ein Rückweg in ein altes, bereits mir bekanntes Gebiet. Okay. Dann ist dem halt so. Mein Gott. Die wollen Fledermäuse, nervt nicht. Double Kill! Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Ich würde gerne noch den Speicherpunkt erreichen. Ich will immer so schwingen, aber... braucht halt doch ein Sekündchen, bis er da anfängt zu drehen. Ja. Oh Gott, natürlich muss ich jetzt hier noch wieder durch. Wie schnell die Krütze nachkommt, ich glaub's nicht, ey. Wie soll ich das machen? Ja. Ich bin ja dezent gefangen, kann das sein? Ich komme doch nie in meinem Leben wieder raus. Nochmal schnell resetten. Verflucht. Aber wir machen nicht viel Schaden. Wir machen nicht viel Schaden. Dann halt so. Oh mein Gott, komm schon. Du Träger, Alter. Knacker. Schlepp dich nochmal daher. Lass mich speichern. So, Buch wieder aus. Na, Kreuz. Könnt's ja mal probieren, aber nur wenn ich wirklich... mein geliebtes Weihwasser schnell wiederholen könnte. Messer drin. So. Also doch nochmal Richtung Glockenturm. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Sehe mich dort ein bisschen um. Da muss ich jetzt mal euch wieder umhauen. Nein. Vorbei. Na gut, komm. Lassen wir es erstmal hantieren. Ah, gut. Die geht ja doch relativ gut im Nahkampf, wenn man mal ein bisschen aufpasst, was die Klinge tut. So, jetzt kann ich hin.
Nein, 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 nein. Du stiegst zu. Aber vorbei. So, natürlich mein Lieblingsabschnitt nochmal. Und überall wollen sie das Kreuz andrehen. Nein. Nein, nein und nochmals nein. Ich will das Ding nicht. Oh, warte auf mich. Fuck you. Oh, wir sind doch schon so nah am nächsten Speicherpunkt, aber ich müsste halt einmal an so einem Vieh vorbei. Lass mich einmal meine letzte Potion schlürfen. Ah, aber da kommen gleich zwei, da kommen gleich zwei. Es ist... Ah. Zur Not muss ich mir halt welche farmen. Oder mal einen Shop finden. Wie wär's denn langsam mal damit? Symphony of the Night, es war sehr früh, dass man einen Shop gefunden hat. Also, bitte. Da gab es sogar Items, mit denen man sich schnell in den Shop, ja, teleportieren kann. Das ist... Na gut. Muss ich halt mit den paar Herzinfarkten, die ich hier erleide, leben. So. Du weg. Mal wieder hier hoch. Hey. Lass mich doch nicht einfach einen Fall ins Gesicht rammen. So. Gut. Ach ja, genau. Wir haben ja schon mal eine Kamikaze-Tour gemacht, nach ganz oben. Da gab's eine... Na sag... eine Tippkarte. Aber der Gang und der darunter sind neu, wie es aussieht. Und die werden wir uns mal näher zu Gemüte führen. So, erstmal noch hier was checken. Was wollte ich jetzt? The Hard Gloves wollte ich mir mal anschauen. Kann ich das sicher hier auch anrüsten, oder? Nee, natürlich nicht am Kopf. Ja. Aber ich will jetzt hier meine Stärkung vom Weihwasser nicht verlieren, irgendwie. Oder, aber das treibt den. Ach komm, machen wir es einfach. Dann ist mein Weihwasser halt wieder ein Tick schwächer. Was soll's. Und für den Körper habe ich mir noch. Habe ich mir das Ding da unten jetzt geholt? Aus der Grube da? Mal gucken. Ich weiß gerade nicht. Ich meine, da ganz unten lag doch auch noch eine Rüstung. Ich meine, die wir jetzt auf dem Weg hier geholt haben. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Ding heißt. Ich weiß nur, ich will hier raus. Oh, das lohnt sich sogar. So. Ja, wenn die Aussicht genießen. Toll. Gut. Einfach mal auf gut Glück durchrutschen. Wap. Zu viel los. Hadouken! Ja, was haben wir hier? Ah, das erinnert mich sehr an Symphony of the Night. Ich bin überlegen, da hinten geht es nicht mehr weiter. Die bewachen wieder irgendwas. Ist mein Buch gerade aktiv? Nein? Gut. Das heißt, ich hätte dem auch einfach mal ein bisschen Weihwasser an die Rübe klatschen können.
Sie gerade jetzt hier komplett aufgedeckt? Ja, gut. Riskieren wir es mal. Komm. Und wieder an. Ah, das reicht für den sogar, sogar schon. Ah, neue Rüstung. Damit bin ich hier weg. So. Zeig mal her. Geil Armor. Jo. Sehr schön. Oh no, 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 no. Sonst geht's euch gut. Natürlich wieder Fluch. Ah, nicht abhauen. Okay. Einfach mal kurz warten. Irgendwann muss der Stall jetzt doch mal weg sein. Keine Lust mit dir zu spielen, dabei bist du ein bisschen nerviger als Gegner. Genau. Oh Gott, Medusa Heads. Komm mal her, du Flattervieh. Jetzt bleibst du auf meinem Screen, okay? Ich habe keine kleinen Potions mehr. Natürlich, natürlich. Natürlich. Die Dinger machen einfach noch zu viel Schaden. Da muss ich mir echt noch was überlegen. Ups. Ah, man kann dich in die Ecke drängen. Und einfach mal umhauen. Immerhin etwas. Und jetzt durch da. So, holen wir uns das Zeug, was wir gerade geholt haben, nochmal. Das wäre ja fast schon angebracht, oder? Und schauen wir einfach mal hier durch. Weil den Gang halt. Der mit den Flohmännern hier, ne? Jojo-Man! Buch ist hier deaktiviert und mein Weimar ist jetzt noch gestärkt. Das heißt, ich kann dich einfach mal abbrennen. So. Hallo? Kleiner Olaf Flohmann, ich hör auf mich zu verarschen hier. Nervig wie eh und je. So. Ah, wir können das Zeug, was ich da liegen lassen habe, oder jetzt verloren habe, doch schnell holen. Ein Weihwasser reicht, ja. Ich weiß nicht, ob man noch live ab, aber. Jetzt holen wir das ein andermal. Ich will jetzt hier durch. So. Komm, jetzt lassen wir den Ring nochmal kurz, weil einfach. Jetzt kann ich noch ein bisschen mein Weihwasser stärken und hier mehr aufteilen und. Oh, ich geht's zu gut, ganz ehrlich. Ja, ist ja gut. Ich merke schon, ich muss mein Buch anhauen. Äh.
Du feiger Schisser, komm wieder ins Bild hier. Einfach mal abwarten, genau. Irgendwann wird der Zauber mal vorbei sein, ne? Ewiger Schisser. Alter, wie viele Wege haben wir denn hier? Das ist doch nicht wahr. Wieder ein unnützer Weg. Irgendwie teasern soll, dass da hinten noch weitergeht. Okay. Ja, nur wie komme ich jetzt wieder ihr Leben zurück? Ich halte keine drei Berührungen mit den Viechern aus. Was die für Schaden machen, das ist... Oh. Ah, was ich an Schaden austeile, ist ja okay. Dagegen spricht er nichts. Aber... Wenn ich doch nur ein bisschen weniger einstecken würde, das wäre schon cool. So, mach auf. So, das ist eine Weihwasserdusche. Der Rest hier war ja kein wirkliches Problem. Und ich hol mir nochmal die Rüstung. Ja, jetzt wurscht. Boah. Ist ja gut. Bin ja schon weg. Bin schon weg. So. Jetzt bin ich trotzdem gierig. So, nehme ich das noch mit. Vollheilung FTW. Geh runter, geh runter, geh runter. Und futsch. Dein Leben. Das olle Schwerter kann mich gerade mal. Ich will nur hier irgendwie lebend durchkommen. Nur irgendwie, irgendwie. Und ich bin hier irgendwie leicht am Verzweifeln, wo ich lang soll. Da oben ist auf jeden Fall eine Sackgasse, also... Gehen wir erstmal oben mal. Alter, irgendwie. Warte, 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 warte. Büchlein. So. Platz schaffen hier. Was wollt ihr denn, hä? Geier, wie die Geier. Du willst mir nicht sagen, dass hier oben ein Boss ist. Du willst mir nicht sagen, dass hier oben ein Boss ist. Ich hau jetzt einfach mal eine High Potion rein. Und hoffe, ich komme damit irgendwie klar. Oh, fuck. Meisterschleim, alles klar, ne? Boah, gibt's hier auch irgendwie einen Safe Spot von dir? Hilfe! Ja, alles klar. Ich hätte vielleicht nicht versuchen sollen, aus dem Eck rauszukommen, wenn er gerade wieder runterkommt. Nee, ist klar, das langsam das Eck ist mir ungemütlich. Aber trotzdem, da gibt es gute Sachen abzugreifen. Den Part mache ich noch mit versuchen. Ah, da wird eigentlich jetzt der
War der wieder voll hier, ne? Schon? Ist aber schnell. Hallo? Ah, soll ich noch an euch ran? Bitte aufhört, mir ins Gesicht zu schießen. Ich denke mal, ein Part werde ich noch versuchen, da irgendwie durchzukommen. Weil ich einfach scharf auf die Items bin, ja. Für dich. Und ich denke mal, hier kann ich mir ruhig wieder erstmal den Feuerstein reinhauen. Viele Viecher werden vielleicht ein bisschen anfällig gegen Feuer sein. Ja, bei den Mottenboys hier hilft es auf alle Fälle schon mal. Stirb doch! Resetten. Schnell da hoch. Ah. So. Du! Willst du hier? Tschüss. So. Ach, da oben war halt auch nur Sackgasse. Da ist nichts Besonderes in dem Sinne. Jetzt haben sie da oben echt einen Boss reingeklatscht. Ich glaub's nicht, ey. Ah. Hm. Aber dass wir zumindest den Rundgang hier mal sicher haben, würde ich sagen, gehe ich mal schnell speichern. Und beim nächsten Mal sehen wir uns genau hier wieder und versuchen noch einen Part da drüben was zu reißen. Ich möchte nochmal zu dem Schleimboss. Vielleicht mit ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Magie und dann, ja. Dann mal abwarten, was ihr dann zu der Sache sagt. So. Gut, Leute. Na dann, bis zum nächsten Mal. Bis dann.